Hi, herzlich willkommen in meinem wunderbaren Workshop-Raum. Ich fand, dass es mal wieder eine Zeit war, dass ich für euch ein Video mache. Es ist ja schon ein bisschen her. Ich hatte leider nicht so viel Zeit und jetzt passt es wunderbar. Und ich möchte euch was Neues zeigen. Ich bin ja schon von sehr vielen auch angeschrieben worden, angesprochen worden, die gesagt haben, zeig doch mal wieder ein Video, wir warten und das ist schon so lange her und wo bist du überhaupt? Tada, ihr bekommt heute ein kleinen Tipp oder ein Trick, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, hier habe ich schon mal, ich muss mal ein bisschen die Kamera drehen, dass man es erkennen kann. Ah, es ist schwer zu sehen. Ich nehme euch schon mal mit. Da, jetzt sieht man es. Ich habe, das Muster seht ihr auf den Karten, ich habe mit den Dekoschablonen, ich nehme euch mal mit zum Fenster, mit den Dekoschablonen geprägt. Die Dekoschablonen sind ja als Schablone gedacht, dass man sie mit den Blenderpinseln, mit Schwämmchen und wie auch immer nehmen kann. Ich habe sie immer hingelegt, um Farbe, Muster auf Papier zu bringen. Und wir können sie aber auch zum Prägen verwenden. Das wissen viele nicht. Ich habe hier, so kann man es, glaube ich, ganz, wenn ich ein bisschen kippe, kann man es ganz, ja, so kann man es ganz gut sehen. Habe hier jetzt sozusagen diese Dekoschablone, das ist ja eine dünne Kunststofffolie, verwendet und dieses Muster geprägt. Und ich habe, das zeige ich euch, wir machen mal zwei, dieses Muster auch geprägt. Und zwar sind die Dekoschablonen, die wir heute verwenden, aus diesem kleinen Set, aus dem Mini-Katalog. Die nennen sich Dekoschablonen Schmetterlinge und Blumen zum Kombinieren. Da sind 6 Stück drin. Da ist sozusagen dieses Muster drin. Dann die Schmetterlinge sind da drin. Dann haben wir hier nochmal Blüten. Dann diese Blättermuster oder Ranken, wie man sie nennen möchte. Und diese beiden. Und diese beiden verwenden wir heute. Um zu prägen, muss ich einen etwas anderen Aufbau in der Stanz- und Prägemaschine verwenden. Wir fangen an. Wir nehmen ganz normal die dicke Grundplatte. Ich lege sie mal hier hin. Dann brauchen wir Pappe. Ihr könnt jede andere Pappe nehmen, dann müsst ihr es aber ausprobieren. Perfekt passen aber diese 3 Stücken. Und zwar habe ich mir die sind ja immer gleich dick, aus eigentlich ist es ja ein Abfallprodukt, Verpackungsmaterial. Wenn ihr Papier kauft, diese dünnen Designerbögen und so, da ist oft ja hinten drinne zur Verstärkung ein großer Bogen, etwas stärkerer Karton. Also nicht die dicken grauen, die manchmal damit bei sind bei den Folien, sondern diese weißen. Die haben eine schöne Dicke und bei mir ist es so, dass ich mir da 3 Stück rausgeschnitten habe. Das ist man ja noch zerschnitten. Und diese 3 Stück ergeben bei mir die perfekte Dicke, um mit diesen dünnen Deko-Schablonen zu prägen. Die packe ich mir jetzt hier einfach drauf. Dann kommt ganz normal eine Acrylplatte da drauf. Dann verwende ich die Silikonmatte. Ihr könnt auch ein Vlies nehmen, Backpapier, also eine Backfolie, Silikonfolie nehmen. Man kann auch Küchenpapier nehmen. Man muss ein bisschen ausprobieren, wie es funktioniert. Mit der Silikonmatte geht es perfekt. Und dann kommt mein Papier drauf, wo ich die Prägung hier drauf haben möchte. Und dann meine Schablone lege ich oben drauf. Und dann nochmal den Deckel. Dann habe ich praktisch ein Sandwich. Ganz schön. Den schiebe ich einmal kurz in die Maschine rein. Ich kurbel einmal durch. Mehrmals braucht ihr nicht. Einmal reicht schon. Und schon habe ich das tolle Ergebnis. Und ich kann diesen Aufleger dann, oder ich kann es dann als Aufleger nehmen für Karten. Ich kann da ein Etikett draus aufstanzen. Kann da eben halt sehr viel mitmachen. Einige machen das Papier auch vorher leicht feucht. Ist mir zu umständlich. Ich finde einfach diesen Aufbau, der ist großartig und einfach ist es auch. Ne? Es ist schnell gemacht. Ich muss nicht lange rumtüdeln. Ich habe diese 3 Stücken Pappen immer für mich zurechtgeschnitten, an der Seite bei den Schablonen liegen. Ich packe jetzt nochmal Papier drauf und nehme mal die andere Schablone. Und kann das eben schnell machen, kann es schnell weiterverarbeiten. Es muss nichts trocknen. Und muss da nicht lange mit rumtüdeln. Ich mag es ja nicht so gerne, wenn das alles mal so aufwendig ist und Zeit kostet. Und dann macht man es nämlich nicht, dann lässt man es liegen. So geht es ja ratzifatzi. Ich habe alle Elemente liegen. Baue den Aufbau nur einmal schnell anders auf. 2, 3 Handgriffe. Kurbel es durch.
kann ich ja mit Fabian-Karton auch machen. Das ist das normale Grundweiß, was ich genommen habe, das dünne. Würde also mit jedem anderen auch gehen. Und habe schon eine ganz tolle Prägung. Ich nehme euch mal wieder mit hoch zu mir. Wo seid ihr? Da seid ihr. Und ja, das war es dann eigentlich schon, was ich heute als kleinen Tipp zeigen wollte. Ich habe lange keine Videos gemacht und ich weiß jetzt nicht, wo ich die Fernbedienung liegen gelassen habe, weil ich muss euch auch irgendwo ausschalten. Das ist so, wenn man Dinge lange nicht gemacht hat. Genau, das ist halt ein, ich habe sie gefunden, gerade eben auf dem Tisch an der Seite. Das ist ein kleiner Tipp, ein kleiner Trick, damit will ich anfangen, ein paar weitere Videos machen und lasst mir ein Gefällt mir da, erzählt mir, wie es war. Ja, und fragt, gibt mir auch Input, was ich euch zeigen kann, zeigen soll. Ich bin bereit für viele Sachen und freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Ciao.